Hammerschlag! Thank you.
Baum. Alles Leben kommt von diesem Baum. Im Anfang war die Welt von nichts erfüllt. Dann stieg der Schöpfer Sua vom Himmel herab. Seine Helfer schufen die Welt. Und zum Schluss säte Sua den Samen aus. Der Samen wuchs heran zu einem großen Baum. Der große Baum trug 108 Früchte. Und aus diesen entstanden verschiedene Lebensformen. So entstanden 108 Arten, die die Welt mit Leben erfüllten. Die Pflicht des Gottesbaums war getan. Doch der Sage nach wird er noch immer vom Siegel des Soa beschützt.
der Sage vom Drachenfeldzug gab es 7 Dragoon-Krieger. Dragoons, angeblich die Inkarnationen von Drachen. Schulter an Schulter mit den Drachen kämpften die Dragoons heldenhaft. In der Zeit aber, als die Sage Wirklichkeit war, beherrschten die Winglies alles, selbst die Götter. Die Götter erhörten die Gebete des Diktators Melba Flama und verhalfen ihm zu höchster Macht. Aber ihr Vertrauen wurde missbraucht. Das Land von St. Imperial Gloriano wurde vom göttlichen Feuer verzehrt und eingeäschert. Der Zorn und die Trauer der Menschen spornten die Dragoons in ihrem Kampf an. Endlich gelang es ihnen, die Götter zu befreien. Ohne die Macht der Götter waren die Winglies verloren und unser Zeitalter, das der Menschen, begann. Seitdem schweben die Götter am Himmel. Seit 11.000 Jahren. Sie wachen über die Welt als der Mond, der niemals untergeht. Warum haben die Götter es erschaffen, das schwarze Monster? Es taucht in vielen Sagen auf, immer als ein Dämon, der sich auflehnt und die Götter verschlingt. Ein Übel, das den Frieden in der Welt hasst.
die Götter, das ist der Mond, der niemals untergeht. Der Mond, der niemals untergeht, blüht alle 108 Jahre rot. Das ist ein Zeichen, dass ein Bote zur Welt kommt. Wir nennen den Boten das Mondkind. Der Sage zufolge gibt das Mondkind den Göttern auf der Erde neues Leben. Und es läutert die Welt. Das schwarze Monster fürchtet, hasst und verabscheut es. Und es tötet das Mondkind. Dieser traurige Kreislauf ist endlos. Die Götter bleiben ewig am Himmel. Und die Welt bleibt im ewigen Chaos.